Guten Morgen, hallo an alle Abonnenten und an die, die es noch werden, alle Freunde und die Besucher meines Kanals. Heute geht es mal nicht nach Magdeburg. Heute geht's. Lass dich überraschen, bis gleich. So, wo geht's hin? Heute geht's mal nach Haldensleben. Und warum? Ich krieg einen neuen Führerschein. Das heißt, ich muss meinen alten tauschen. Und bin dann mal ganz locker 39 Euro und noch was los für nix. Wann brauche ich meinen Führerschein mal? Ich glaube, ich habe meinen Führerschein in meinem Leben zweimal rausholen müssen aus der Tasche zum Zeigen. Ansonsten natürlich nur zum Fahren, ist ja klar. Ja, dann nehme ich dich jetzt einfach mal mit. So, jetzt muss ich aber erstmal die Route einstellen, weil also Haldensleben ist mir zwar bekannt, der Weg, aber wo die Straße ist und so, das muss ich jetzt nochmal machen. Okay, bis gleich. So Leute, ich bin ja gespannt. Der zeigt mir. So, nochmal von vorne. So, also die Google Maps zeigt mir an, dass die heute geschlossen sind. Ich bin jetzt extra nochmal nach Hause gefahren, um zu gucken, ob ich mich hier irrt habe wegen meinem Termin. Nein, steht heute drin um 9 Uhr. Wenn ich da ankomme und das ist zu gut, na dann steht dann habe ich bestimmt was falsch aufgeschrieben. Oder die hat mir was falsch gesagt, aber. Hier steht dann Aussage gegen Aussage. Na gut, man hat ja sonst nichts zu tun. Nee, also da umsonst hinzufahren, ich mag Haldensleben sowieso nicht. Wäre jetzt für mich nicht so. Nach links abbiegen, um auf Brinkstraße zu bleiben, dann scharf links auf Magdeburger Straße. Mach ich. Naja, vielleicht haben sie ja für Terminvergabe offen. Mal gucken. Scharf links auf Magdeburger Straße. Nach 300 Metern links abbiegen auf Max-Planck-Straße. Ja, jetzt kann was. Die sind falsch. Ja, naja, ansonsten, wie geht's dir so? Wie war eure Zeit? Heute ist es sehr windig bei uns hier und ja, ich war oder beziehungsweise bin immer noch erkältet, habe ziemlich auf die Ohren gehabt, auf die Lunge. Ich war beim Arzt die Woche, da habe ich dann Antibiotika bekommen. Also seitdem das mit Corona war, da wie gesagt ist die Gesundheit, ist die Lunge ganz schön angeschlagen, aber ich merke so langsam, dass das dass das Antibiotika wirkt. Ansonsten gibt es nicht sehr viel Neues zu berichten. Ja, ich muss mir ja immer noch Saugnäpfe kaufen für meinen Windschutzscheibenschutz von vorne. Ja, ich warte jetzt, bis Geld überwiesen wird. Dann kann ich mir die kaufen. Dann mache ich die fertig. Ich habe überlegt, dass ich das unten so lasse. Ich habe ein schönes Saunalaken, was ich eigentlich auch für eine Liege oder für einen Stuhl nehme. Das ist rotblau natürlich und das ist Mikrofaser, das kann man schön zusammenrollen, das wird schön kleben. Das lege ich dann da unten drunter wie so eine Wurst und dann sieht es auch gut aus. Also werde ich da nicht viel machen, um das so zu verlängern. Im Kindergarten gebracht. Wie hast du gemacht? Hat doch wieder Spaß gemacht, war ganz lustig. Die Kleine ist immer gut drauf, der ist kein Morgenmuffel. Bist du ein Morgenmuffel? Also ich nicht. Ich stehe früh morgens auf und dann bin ich wach. Also ich kann auch sofort quatschen, ich kann sofort essen. Könnte, mache ich ja jetzt nicht. Aber nach 800 Metern rechts halten und weiter auf L44. Ja, wie gesagt, also bin immer schon gut drauf. Selbst wenn ich krank bin, dann müsste schon sonst was sein, dass ich mal schlecht gelaunt bin.
da zwar noch lange Fernsehen gucken. Rechts halten und weiter auf L44. Man kann ja nicht woanders langfahren, das ist nicht. Geht nur geradeaus oder so im Feld fahren. Dem Streckenverlauf 8 Kilometer folgen. Mach ich. Stell dir vor. Ja, nee, wie gesagt, und die Kleine ist Gott sei Dank auch kein Morgenmuffel, also das passt. Ja, wie sieht es bei dir aus, Morgenmuffel? Oder ich schreib mal in die Kommentare. Oder manche brauchen ja erst, wie heißt es, Kaffee, also dreimal gar Kaffee, Kippe, Kacken oder so. Ja, gut, okay. So hat jeder seine Macken oder so ist jeder Festival, wo wir wieder bei dem Thema vom letzten Mal sind, Festival. Ja, ansonsten, ich war ja letztes Mal beim Zahnarzt, wisst ihr ja, ich habe ja, haben sie ja Zahnstein abgemacht und meinen Kronen nun endlich. Und jetzt kommt die Rechnung. Und früher bei Hartz IV oder so, da macht man sich ja da keine Platte, weil dann reicht man das ein und zu 99% wird es ja dann bezahlt. Ja, und diesmal muss ich das alleine bezahlen. Das sind mal ganz locker 460 Euro für einen Kackenzahn. Bin ich natürlich pappesatt. Jetzt muss ich da heute erstmal anrufen, ob ich den Warten bezahlen kann, weil. Also, ihr wisst, jeder, der arbeitet und jeder, der so eine Rechnung ins Haus geflattert kriegt, der weiß, wie das ist. Scheiße, auf YouTube, dieser. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn man sich nicht kümmert, ist nicht gut. Das hat mein Bruder damals gemacht, bevor er gestorben ist. Der hat sich nicht mehr gekümmert um irgendwas. Der hat einen Autounfall damals. Er hat es dabei ums Leben bekommen, leider. Wie gesagt, er hatte sich im Nachgang, haben wir dann feststellen müssen, dass er sich überhaupt um nichts mehr gekümmert hat. Der hatte schon monatelang keine Briefe mehr aufgemacht. Der hatte, ja, keine Ahnung. Wir wissen nicht, warum, wieso, weshalb, aber. Ich habe immer gesagt oder habe das doch immer meinen Kindern beigebracht. Immer kümmern. Ja, wenn man mal eine Rechnung hat, wenigstens hinschreiben und sagen, okay, ich bin bereit zu bezahlen. Wenigstens, und wenn es nur 5 Euro sind. Ansonsten kommt man da in Teufelsküche. Oder kann man in Teufelsküche kommen. Nicht kümmern ist überhaupt kein Weg. Ja, wie gesagt, so mache ich das bis heute. Geht nicht, gibt nicht. Aber ignorieren. Ja, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Und Schulden haben ist auch nicht mein Ding. So. Naja, kriege ich schon irgendwie hin. Also Echo Flow rutscht noch weiter nach hinten. Die kriegt man auch nicht in Raten, um die zu kaufen. Ich gucke ja jetzt immer schon, ob man die in Raten zu kaufen kriegt. Jetzt habe ich ja erstmal meinen Laptop, den ich bezahlen muss. Da ich noch. Ich glaube 2 Raten, dann ist der fertig und dann könnte ich ja über Amazon mal gucken und da dann mir die kaufen, leisten würden, müssen wollen. Ich brauche die unbedingt, also da führt auch kein Weg dran vorbei. Also wenn ich jetzt mal wirklich bald wieder fahren will, dann brauche ich die. Ich muss meinen Laptop mitnehmen und will da auch mal einen vernünftigen Film gucken vielleicht oder naja. Ich habe jetzt bei extra für mein Auto hier, habe ich jetzt bei O2 einen Vertrag gemacht. Meine Tochter, die hatte so eine Freundschaftswerbung machen, hat mir dann so einen Code gegeben und ich habe den Tarif, den ich jetzt genommen habe, für die Hälfte bekommen und auch für die ganze Laufzeit. Also nicht, dass es mal irgendwann teurer wird, sondern es bleibt so. Ich habe extra gefragt. Ja, da habe ich jetzt den Unlimited 500 Mbit, also den größten genommen, für 29,99. Der würde sonst 60 Euro kosten. Für 60 hätte ich ihn natürlich nicht genommen. Für den Preis kann man das schon machen, weil jetzt bezahle ich bei Vodafone für 9 GB 35 Euro. Also ist schon nicht mehr schön. Da hat man, wie gesagt, bei Aldi Tochter hast du für 17,99 Euro 12 GB. Ja, also das ist schon ein Unterschied. Und ich bezahle 35 Euro. Nee, also deswegen habe ich Vodafone auch gekündigt, weil ich war jahrelang bei Vodafone immer zufrieden, auch mit dem Netz und alles. Aber also mit der, das ist für mich einfach veraltet. Und wenn man jetzt da mehr Megabyte haben will, dann muss man auch tief in die Tasche greifen.
bin ich ja nicht bereit für. So hat es geklappt. Man muss die Karte noch aktivieren, das mache ich heute. Gott sei Dank geht es ja von mit Video-Ident-Verfahren, dann muss man nicht zur Post laufen oder fahren oder wie auch immer. Ja, dann habe ich das. Das Dumme daran ist, dass mein eigentlicher Vertrag noch läuft. Bis Juli muss ich natürlich parallel weiter bezahlen, aber egal, auf der Länge, jetzt tut es natürlich erstmal weh, aber auf der längeren Sicht habe ich da dann doch schon gespart. Und man muss ja gucken. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Markt sowieso noch so einiges passiert, was die Internetzeit da, Megabytes und so sagt. Ich glaube, ich komme unpünktlich. Und wenn dann das Ding noch zu ist, na, dann freue ich mich noch mehr. Also Heinsleben ist nicht meine Lieblingsstadt, genauso nicht wie Stendal. Warum auch immer. Ich fahre da nicht gerne hin. Stendal sowieso nicht, schon alleine über die B189 zu fahren, ist grausam. Also wenn ich mal in Urlaub fahre oder so, oder mal da lang, weil man ja zur Ostsee fährt, dann fahre ich also wirklich ganz früh morgens gleich oder am besten nachts. Ansonsten ist die fürchterlich. Wenn man da auch nicht überholen kann, ist auch eine gefährliche Strecke zum Überholen. Also wer die B189 kennt, der weiß bestimmt, was ich meine. Mal gucken, wie das Wetter heute wird, ob die Sonne noch rauskommt. Gestern habe ich meinen Hasen rausgelassen und die Sissy, also das Meerschweinchen. Ich habe ja einen deutschen Riesen. Ihr könnt da mal gucken auf meinen Kanal Michael Hürte-Fan, da seht ihr den Dicken. Das ist echt, das ist ein richtig, richtig schöner Rammler. Also der, boah, der wiegt, der kommt auch nicht in eine Pfanne. Also nee. Der soll sein Leben schön genießen. Der ist einfach sehr schön. Also ist ein schöner Hase. Schön, das Kaninchenhase kann man zu dem nicht sagen, der ist ja größer wie die Hunde zusammen, Mädel. Ja, mit denen haben wir schon so einiges durch. Ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon mal ein Video erzählt, ja, bestimmt. Der heißt Gizmo und die freuen sich immer. Ich habe ja da extra so ein Freigehege gekauft und da kommen sie dann immer beide rein. Die Sissi kann ja auch nicht abhauen, weil es ist sehr engmaschig. Und der Dicke kann nicht abhauen, weil es schwer ist. Der ist ja schon mal rübergehüpft, über so einen Offenstall, da ist er schon mal rübergehüpft und war draußen. Der ist nicht doof. Der bringt uns viel zum Lachen oder auch mich zum Lachen. Ich lache ja gerne, aber ist ja nicht immer alle zum Lachen. Ja, ansonsten, ja, mit der Türkei, mit dem Erdbeben und so, beruhigt sich jetzt wohl alles, wie man sieht. Bei TikTok findet man auch selten noch ein Video drüber. Schade eigentlich. Eigentlich müssten sie jeden Tag darüber berichten, finde ich. Damit das nicht in Vergessenheit gerät. Was natürlich schade ist, was mich selber auch schockiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mit den Klamotten, wie die da hingeschmissen haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos schon gesehen habt. Also alles hingeschmissen. Nach 600 Metern auf B189 fahren. Dann dürfen keine gebrauchten Klamotten sein, die müssen alle neu sein und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das jetzt glaubensmäßig ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das weiß ich nicht. Also es ist echt, echt schade. Da hätten das hier noch arme Kinder besser gebrauchen können, als wenn es da wird wahrscheinlich Müll landen. Ganz sicher wird es im Müll landen. Ich glaube nicht, dass es da irgendjemand einsammelt und nochmal irgendwo hinfährt. Zu arme Kinder, das glaube ich nicht. Jetzt wird es wieder ein bisschen lauter. Ich versuche auch laut zu sprechen. Ich habe festgestellt bei den Videos, dass es doch ganz schön laut ist. Also, na gut, ich werde gleich mal eine Pause machen und dann mich wieder melden, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist. Nach 800 Metern Ausfahrt Richtung Haldensleben, Wolmerstedt Zentrum. Mach ich. Also hier bin ich, fahre ich sehr selten raus, ist ja klar. Dann nehme ich euch doch mal ein bisschen mit. Ich glaube, danach wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ausfahrt Richtung Haldensleben, dann rechts abbiegen auf L44. Ey, wenn der zu hat, dann ärgere ich mich echt wirklich.
abbiegen auf L44. Halens Leben 17 Kilometer. Oh, jetzt zeige ich auch noch falsch. Ach so, Gott sei Dank. Ich habe nämlich gerade einen LKW. Habe ich schon den Nachgeburt. Dem Streckenverlauf 8 Kilometer folgen. Ich habe übrigens auch eine LKW-Zulassung. Von daher geht es eigentlich. Wenn die Steuern kommen, die kommen im März. Das ist so Fülle. Aber naja, dafür Versicherung halt. Und die Hoburg, die hat mir vorher, normalerweise müsste ich ja wieder runtergestuft werden, die hat mir vorher noch schön eine Preiserhöhung geschickt, damit sie ja nicht billiger wird. Also Versicherung wird echt zum Kotzen, wirklich. Ist egal, welche Versicherung du hast. Du kannst mir ja mal schreiben, bei welcher Versicherung du bist mit deinem Wohnmobil oder mit deinem LKW, mit deinem T4 und so weiter und so fort. Also ich bezahle jetzt 60 Euro im Monat. Ja, 180 Euro im Vierteljahr, dann könnt ihr euch das ja ausrechnen. Aber mit Teilkasko. Also ich habe keine Haftpflichtversicherung, noch nicht gemacht. Also nicht wirklich. Auch wenn die Suse alt ist, aber wer weiß, wofür es gut ist, dass man dann doch mal eine Teilkaskoversicherung hat. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Meinung dazu? Viele sagen ja, bei so einer alten Burke, da lohnt sich kein Teilkasko. Aber für mich ist es ja keine alte Burke. Obwohl sie ja jetzt schon 30 ist, wie gesagt, Ü30. Bundeswehr. Jetzt bin ich hier raus. So, jetzt bin ich in Sandsregen. Samswegen, hier kommen die Wichtheber her. In Samswegen haben wir hier gute Wichtheber. Ich habe auch damals mal ihn kennengelernt. Der war nebenher Reporter und da hatte ich den kennengelernt. Ja, ihr merkt, ich bin noch verschnupft. Aber ich habe alles genommen. Antibiotika, dann hier irgendwie so eine Gelimethol. Da schmeckt man immer, das schmeckt man immer, riecht man auch. Naja, also Corona war es nicht, ich habe natürlich gleich getestet. Ich habe so ja einen kleinen Laden. Hui, ein P. Das ist mal was anderes hier, ja? Kennt ihr Samstag? Ich habe diese Woche habe ich wirklich nur Arzttermine. Morgen muss ich zum Blut abnehmen, also für die OP, für die Hand-OP da, die Vorbereitung. Also Untersuchungen und Blut abnehmen und was die da nicht alle haben wollen, die Werte, so ein Popelfinger, naja, mal gucken. Und ja, den nächsten Tag, also schade, dass ich das diesmal nicht alles auf einmal verlegen konnte. Also bin ich wirklich gezwungen zu fahren. Demzufolge musste ich meine Arbeit natürlich dann auf den Nachmittag und auf den Abend verlegen und die ganze Stunde dann dahin verteilen. Ja, wird doch nicht so schön, aber egal. 14 Kilometer. Das ist ja jetzt auch woanders. Das kenne ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, wegen Parken. Er zeigt natürlich ja kein Kleingeld bei, glaube ich. Auch nicht. Jetzt wird es erstmal grün hier. Meseberg. Jetzt fahren wir durch Meseberg.
Niedere Börde. Vom Gas machen wir doch. Das war eine breite Straße. Ist man ja nicht so gewöhnt, die breite Straße auf so ein Dorf. Heute gibt es bei mir Kohlrouladen. Leider nicht selber gemacht. Ich habe welche gekauft. Also da gibt es da so eine Pakete mal für wo zwei Stück drin sind, die reicht mir vollkommen. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Freiheit. Okay. Und ja, die mache ich mir dann fertig. Und dann reicht mir das. Natürlich ist das mit selbstgemacht überhaupt nicht zu vergleichen, ist ja klar. Rechts abbiegen auf Freiheit. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Mal an. Welchen Kanal ich sehr gerne gucke, ist Life for Travel. Dann gucke ich mir natürlich immer alle Kanäle an, die in der Türkei unterwegs sind. Da ist ja klar. Sheep Like a Bird, glaube ich, heißen die. Die gucke ich auch sehr, sehr gerne. Schon Rot ist auch ein sehr schöner Kanal. Es gibt so viele Vanlife-Kanäle mittlerweile, die wirklich, also man, auch T4-Kanäle kommen immer mehr. Ganz neue, so. Ja. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf K1106. Ja, mach ich. Ach, die Straße, da wäre ich jetzt von Magdeburg gekommen. Wenn ich jetzt da lang gefahren wäre, glaube ich.
rechts abbiegen auf K1106. Na, was mich denn auch immer noch interessiert bei YouTube ist so, wenn Mistelzweig natürlich, aber wenn jetzt jemand so dem Streckenverlauf 6 Kilometer folgen. Gadgets vorstellt. Ja, das finde ich auch mal interessant. Und Technik. Ich selber bin Technik-Fan. Also wenn auch hier gebaut wird an meinem Auto. Und da möchte ich immer am liebsten dabei bleiben und zugucken und lernen. Fertig machen, dann zeige ich euch das noch mal komplett richtig, wie es aussieht, wie ich mir das so vorstelle. Ja, naja, und sauber machen muss ich die Suso von innen, aber das ist jetzt noch keine Zeit für einen Frühjahrsputz, denke ich. Wann fängst du an mit deinem Frühjahrsputz? Ich warte noch ein bisschen, ich glaube noch nicht, dass es vorbei ist mit der Kälte und mit den Matschepatten. Wetter und so weiter und so fort. Mach erstmal Pause. So, jetzt bin ich aus dem Dorf da durch. Noch 3 Kilometer bis Heidensleben. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht durch Heidensleben so weit durchfahren muss. Dass das gleich in der Nähe ist. Jetzt sind wir schon 9:15. Der ist im Krankenhaus gekommen. Da hatte ich mir schon richtig dolle Sorgen gemacht, weil der auch sehr krank ist. Aber die bauen ihn wieder auf und der soll jetzt Besuch verrückt nächste Woche nach Hause kommen. Also diese Woche eigentlich. Wollen wir hoffen, dass er nach Hause kommt. Unser George. Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Bornsche Straße nehmen. Da muss ich auch hin. Bornsche Straße 2. Jetzt wackelt es ein bisschen, ihr merkt das schon. Verzeihung, kann nichts für die Straßenverhältnisse hier. Ich hoffe erstmal verschaltet. Ausfahrt. Das
weiter. Nach 500 Metern links abbiegen auf Bornsche Straße 2. 500 Metern links abbiegen. Ja, mal spannend. War der Weg ja eigentlich relativ einfach. So, ja, noch pünktlich. So, hier ist ein E-Center, falls ich keinen Parkplatz finde, dann fahre ich hier hin und luft ein Stück. Links abbiegen auf Bornsche Straße 2, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Landkreis Börde, okay. Sie haben Parkplatz gefunden. Okay, Türen, Parkplatz. Parkplatz, Wohnmobil, blablabla, Parkgebühr. Okay, machen wir doch. Ob ich hier Parkplatz finde. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Hab ich schon gesehen. Ach so, die haben ihre Parkscheibe alle hier drin. Also hier gibt es keinen Zettel, aber Parkscheibe muss ich drin machen. Wie spät haben wir? Boah, ich muss pullern. So. So, jetzt nehme ich dich mal mit, dann gucken wir mal. Das sieht ja mal ganz niedlich aus. Ja, die Fahnen, die kennen wir auch. Ja, sehr pompös war. Oh, jetzt neu. So, ich bin jetzt raus aus Heinsleben. Ging auch relativ schnell und die Mitarbeiterin war mega, mega nett. Habe ich ihr auch gesagt. Hat sie sich gefreut. Ich denke mal, für die fängt der Montag. Sie war wirklich also hervorragend nett. Ja, also wie gesagt, es war ein sehr schönes Gebäude und dann habe ich mir mal hier so eine Karte geholt mit ganz vielen tollen Ausflugszielen in der Umgebung. Da werde ich mal irgendwie so ein Bildband machen für jemanden, der hier mal in der Nähe ist, was er sich so angucken kann. Also ich habe mir so die schönsten Sachen rausgesucht, Schlösserburg. Ja, also ganz verschiedene Sachen. Wie gesagt, werde ich mal so ein Bildbogen draus machen oder Bildvideo. Und dann kann sich jeder da mal schlau machen. Gibt es diese Karten, gibt es hier im Landkreis Börde hier in Heinsleben? Ach, da gibt es noch mehr. Also ganz, ganz viele Karten. Wer mal Lust hat, sollte mal hierher kommen und sich die holen. Wer mal was erfahren möchte oder mal gucken, wo kann er hin. Kann natürlich nur wieder mir passieren, ja, dass ich den falschen Eingang nehme und hier nicht durchkomme. Okay. Typisch Heike. Weil es so schön war. Jetzt wollte ich die Suse mal aus einem anderen Blickwinkel haben. Und dann bin ich auch noch verkehrt gelaufen. Das gute Stück. So, ja, jetzt bin ich wieder im Auto, wie man sieht. Ich habe jetzt also den Führerschein beantragt. Ich habe den nicht gleich mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber es ist wahrscheinlich so. Bei mir müssen sie aber noch alles von Berlin sich abholen, weil ich den mal in Berlin ausgestellt bekommen habe. Und ja. Naja, seitdem ich hier war, sag ich ja, wann brauchte ich den mal? Ich hätte zwar immer mal, wenn ich mich umgemeldet hätte ich vielleicht die Adresse ändern müssen, aber habe ich nicht gemacht. Jetzt zieht sie sich die Akte dann von Berlin, dann macht sie den fertig und Gott sei Dank kann man sich den auch zuschicken lassen. Das macht sie dann wird der mir jetzt zugeschickt. Und bezahlt habe ich 30 Euro und 40, so eine ganz komische Summe. Aber egal. Ich dachte ja 39 Euro, aber es ist 30 Euro. Aber wirklich, also die war mega nett.
wenn man so eine Mitarbeiter müsste man immer überall haben, dann würde so mancher Gang viel, viel mehr Spaß machen. Definitiv. So. Jetzt zieht es wieder nach Hause. Jetzt weiß ich ja nicht mit meiner Zeit anzufangen, aber dann werde ich in Ruhe meine Choroladen fertig machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich muss ja wieder Google Maps machen. Da habe ich gar nicht gemerkt, wie ich gefahren bin. Aber wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, hier mit den Karten, die werde ich echt mal auseinandernehmen, so einzeln, und dass man mal sieht, was es hier ist. Also hier gibt es viele schöne Sachen. Also das interessiert mich schon mal, habe ich schon gesehen, in Stassfurt, hier Prizin, also so viele Sachen, ich kenne das ja alle ja nicht. Also da habe ich ja eine große To-Do-Liste, eine dicke. So. Ja, und in meinem letzten Shorty habe ich das gefunden, was ich auch sehr interessant finde. Also guck mal in dem letzten Shorty. Bulli Abenteuer Island. Wer in der Nähe wohnt, vielleicht interessant. So, jetzt geht's weiter nach Hause. Wieder nach Hause. Muss ich noch was einkaufen? Mein Baby muss in der Werkstatt. Definitiv. Hornsche Straße 2. So, warte mal, ich kann von da kommen. Und dann muss ich rechts abbiegen. So, wo bin ich gekommen? 100 Meter bin ich hier angefahren. Ich versuche mal, mir das im Kopf zurückzuholen, was ich hier gefahren bin. Ohne die Suse. Nicht, dass ich nachher in Magdeburg lande, könnte ja auch sein. So, Kreisverkehr bin ich gekommen, also muss ich jetzt die erste raus. Hier ist das E-Center. Wenn ich irgendwo neu bin, sind immer so einige Sachen, die ich mir versuche zu merken, wo ich dann weiß, aha, hier warst du schon mal. Wie ist es bei dir? Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Wenn ich einmal irgendwo war, dann erinnere ich mich auch daran gut. Aber hier in Heidensleben, wie gesagt, ich weiß bloß, dass ich jetzt eine ganze Weile, und dann bin ich da von der Seite gekommen, also von links zurück muss ich. Jetzt bin ich geradeaus. Ja, das war schon mit Heidensleben. Also viel habe ich dir nicht zeigen können. Ich dachte, ich fahre in der Innenstadt, aber so ist es mir natürlich wesentlich lieber. Also vorher das Kfz-Amt dahin zu fahren, das war echt nicht schön. Das war auch alles noch so alte DDR. Jetzt nichts gegen die DDR, um Gottes Willen, nicht schimpfen mit mir. Aber man hat das schon gemerkt. Es waren so alte Gebäude und so weiter und so fort. Und das hier ist ja, das ist ja Hightech hochziehen. Das ist echt schön. Unterstütze meinen Kanal jetzt per PayPal. Die Krähen sind ja alle auf der Straße. So, hier bin ich dran vorbeigefahren. Über eine Brücke gefahren. In Richtung Neuenhofen. Nämlich, wenn ich so rumgefahren bin, aber ich bin nicht rumgefahren.
den Dorf jetzt hier nicht wiedererkenne, dann muss ich doch Mrs. Google fragen. Gesehen in meinem Video, ob ich da Neuenhofe neu gelesen habe. Nee, ich weiß nicht. Ich bin schon wieder draußen. Vielleicht deswegen. Städte hört sich gut an, da muss ich hin. Ich melde mich, wenn ich zu Hause bin. So, dadurch, dass ich durch Wolmirstadt gefahren bin, habe ich natürlich auch gleich noch ein bisschen eingekauft. So, zeige ich noch mal in einzelnen, wenn du möchtest. So, ja, was habe ich hier geholt? Also ich habe mir Tee geholt, dann habe ich zweimal Sauerkrautsaft, immer für die Toilette was. Hier, die kenne ich noch nicht, kennst du die? Mal gucken, wie die schmecken. Dann habe ich hier Mohrrüben für den Hasen, Butter war im Angebot für 1,99. Hier, die Essen, die hole ich immer zwischendurch ganz gerne. Kann man auch selbst immer im Bulli mitnehmen. Dann esse ich mal Reis. Ja, hier ein paar Brötchen für gleich. Tee. Lecker Salat hier für meinen Hasen.
Butter war im Angebot, habe ich das schon gesagt, 1,99 und der Kaffee war im Angebot 3,99. Ja, naja, das soll es erstmal gewesen sein. So, jetzt geht's nach Hause, aber wirklich ohne Zwischenstopp mehr. Also jetzt bin ich noch in Wolmirstedt. Wie gesagt, bei dem Netto fahre ich sonst auch immer gerne einkaufen. Und ja. Oh, hier bei uns aber auch ganz schön. Noch nicht gesund bin. Ekelhaft. Aber die Stadt Wolmirstedt, die hat sich auch ganz schön gemausert, muss ich sagen. Ich kenne die ja, als ich 1995 hierher gekommen bin. Da war die ganz anders. Also da haben sie schon schön was gemacht hier in der Stadt. Meine Seitentür. Irgendwas klappert da hinten jedenfalls. Mal gucken gehen. Neue Schuhe und immer wenn ich aussteige, dann bleibe ich an meinen Teppich hängen. Zieht immer den Teppich mit raus, die Schuhe. Das war nichts. Habe ich so ja Bekannte getroffen bei Netto eben. So klein ist die Welt. Werde ich den leer fahren, sicherlich. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann noch mal 1,70 tanken kann oder so. Das wäre natürlich gut. Würde ich gleich wieder voll tanken. Zwei Autos durchgefahren, dann wird die gleich wieder rot. Fürchterliche Einstellung. Ich das nachher die Hälfte. Ui. Aber jetzt auch gleich. Ja, jetzt werde ich, wie gesagt, meine Kürbeladen fertig machen. Dazu gibt es dann Kartoffelpüree. Und ich überlege, normalerweise würde ich die Hasen ja gerne in zwei Hege geben wieder, aber es ist recht windig, nicht dass der Dicke krank wird. Obwohl der hat so viel Winterfell aufgesetzt, oder? Der ist so schwer,
Also ich habe ja gelernt, wie man so ein Kaninchen trägt, ja, also so zupacken und dann, das kannte ich ja vorher ja nicht. Normalerweise hätte ich mich ja nicht getraut, so ein Tier so anzufassen. Aber anders lässt er sich nicht anfassen. Anders, also am besten ist eine Leine und den laufen lassen, so wirklich. Also wenn ich den so hochnehme, tut es mir immer eine Seele leid, aber ich kriege den anders nicht gehalten. Also der ist mir so. Und wenn ich ihn so noch nehme, also dann ist er noch zu hibbelig. Immer hat der Bärchen hier richtig doll gekratzt. Weiß ich, ob das da Bakterien oder was drin sind in seinen Dreckpfoten. Naja, nun gut, das soll jetzt erstmal gewesen sein heute. Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei meinem Smalltalk dabei warst. Macht mir immer Spaß. Also die Leute, die mich sehen, die denken immer, ich bin blöde oder so, weil ich hier selbst Gespräche mache. Aber die sehen ja nicht, wofür es ist. Also, wenn dir das Video wieder gefallen hat, lass gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf unseren nächsten Smalltalk. Bis dann erstmal. Bleibt gesund und munter und macht nichts, was ich nicht hochmachen würde. Tschüss, eure Heike, die viel Liebe.